Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge SnowRunner hier auf meinem Kanal. Als heutige Mission habe ich mir Wiederbelebung des Sägeswerks ausgesucht. Und zwar habe ich schon hier Betonblöcke und Stahlträger einmal aufgeladen. Aber zuvor müssen wir eine Schiebeplane auflegen von da vorne zur anderen Karte befördern. Dann den anderen Anhänger halt auch noch. Ja, das machen wir heute. Ich wünsche viel Spaß dabei. Heute habe ich nicht meinen fetten LKW, den ihr in der letzten Let's Play Folge gesehen habt, mit. Der ist mir dann doch ein bisschen zu wuchtig gerade. Der kommt ja auch ganz gut durch die ganzen Stellen hier. Atsch. Kommt er auch gut voran. An sich ist ja nicht lang, nur ist halt dieses Geschlängel hier auf der Straße, zieht sich ein bisschen. Abkürzen. Schiebt sich, oder? Ja, lieber mit Hänger, lieber nicht. Vielleicht kann man auch diesen anderen Auflieger einfach am Seil hinterherziehen. Weiß ich auch nicht, ob man vom Anhänger aus ein Seil spannen kann. Schauen wir dann mal. Hätte ich also eigentlich runtergekommen.
runter. Achso, ich glaube, hier müssen wir auch runter. Sind wir dann über das Matschfeld. Schaukelt aber hier. Richtig fahren mehr bis jetzt ja, durch den ganzen Sumpf. Müssen wir jetzt euch uns durchquälen. Oder ich mich, ihr euch ja nicht, ihr schaut ja nicht zu. Der Weg. Wühl dich durch. Extra Schlammreifen. Schlammreifen drauf. Und da oben sieht man schon, da ist der andere Anhänger. Was ist denn hier? Ist das Wasser doch gar nicht, dass der sich da so quält.
ist denn jetzt? Ein bisschen links. Zu tief ist der Matsch. Das ist auch nicht besser. Lass den hier mal kurz stehen und dann probiere ich das mal aus. Also mitnehmen muss ich sowieso den anderen, aber vielleicht kann ich alle zwei auf einmal schieben. Ich glaube auch, wenn er am Seil hängt, dann kann man damit nicht verreisen. Denke ich jetzt mal zumindest. Okay, da wären auch einmal Stalldrähe gewesen. Ja, gut. Egal. Nachtanken. Ich glaube aber drüben ist gleich eine Tankstelle gewesen. Nicht der Meinung. Mal kurz schauen. Lake. Der war ein Anhängershop, also zur Not. Kann man da ja noch auftanken. Ah, da ist ein Tankauflieger. Das soll reichen. Soweit ist es ja nicht. Schauen, ob ich ihn jetzt hier hinten hinter meinen LKW, aber ich glaube, der macht. Oh, er macht doch vom Anhänger aus. Okay. Also vom Anhänger aus das Seil und. Oh weh. Ich will rückwärts fahren. Mit dem Auflieger, okay. Kann man das so hinterschieben? Reicht das schon? Nein, reicht nicht. Ich probiere es kurz und jo, ihr seht es gleich. Also dranhängen tut er. Scheint zu funktionieren. In der Kraft her schafft es auch. Ist so in Ordnung. Aber ob man es so mit drüber nehmen, das weiß ich nicht. Wir probieren es einfach aus zur Not.
habe ich hier oben noch einen Anhänger mit Stahl. Dann wissen wir es fürs nächste Mal. Weiß ich fürs nächste Mal. Meine Güte. Mehr spreche ich von euch. Vielleicht macht man das so oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Weil eigentlich spiele ich ja das Spiel. So. Einmal probieren. In der Hoffnung, der andere Anhänger ist dabei. Der steht zumindest da. Ah ja, okay. Sehr schön. Ja, perfekt. Wieder was gelernt. Der Weg war einmal hier geradeaus, da und da. Das ist ja cool. So spart man sich dann auch ein bisschen Fahrzeit. Zum Abgeben muss ich ihn wahrscheinlich dann eh anhängen. Sonst wird es nicht nehmen. Oh nein, das ist ja kaputt. Oh oh. Frage, kommt man da dann durch? Warum müsste ich es hier drüber probieren? Was für eine Mission überhaupt? Holzplanken haben wir ja eh nicht. Wir schauen mal, ob man hier durchkommt. Also durchkommen tut man, nur es dauert lange. Ich glaube, da mache ich mal einen kleinen Zeitraffer mit rein. Dann geht es doch ein bisschen schneller. Ja, ihr habt's gesehen, ich hab's geschafft. Im Schnelldurchlauf, das Ganze hat über 5 Minuten gedauert. Da habe ich überlegt, soll ich sie reparieren, aber bis ich die repariert hätte, das hätte auf jeden Fall länger gedauert. So ging's auch so. So, der ist einmal abgegeben. Den Anhänger noch dranhängen. Ihr seht, Auftrag ist erfolgreich abgeschlossen gewesen. Gab jetzt wirklich nicht wirklich Probleme, außer die eine Stelle im Wasser. Werde ich auf jeden Fall als nächstes mal die Brücke reparieren, weil wir werden bestimmt öfters hier was hinliefern. Das seht ihr aber in irgendeiner nächsten Folge dann.
Dankeschön fürs Einschalten und bis dann. Tschüss.